Wir kommen zur Anwendung in der Physik. In der Physik gibt es sehr viele Anwendungen zur Integralrechnung. Da dies hier aber prinzipiell Mathe-Lektionen sind und keine Physik-Lektionen, wollen wir uns auf zwei wichtige Beispiele hier beschränken. Beide Beispiele beziehen sich auf ein großes Thema, nämlich auf die physikalische Arbeit. Und es gilt in der Physik folgende Formel: W ist gleich Integral f ds von S1 nach S2, wobei f und ds parallel sind. Eigentlich sind das ja vektorielle Größen, die Vektoren sind also parallel, das wird vorausgesetzt. F selber ist nicht konstant. Ja, es gilt natürlich auch bei Konstanten, aber man muss es nicht extra voraussetzen. Okay. So, wir wollen zwei Beispiele betrachten. Beispiel 1, die sogenannte Federspannarbeit. Die Federspannarbeit erhält man, wenn man, wie der Name schon sagt, eine Feder spannt. Jeder kennt das zum Beispiel von einem Luftgewehr. Dort wird zunächst eine Feder gespannt. Das Geschoss Diabolo beispielsweise wird in den Lauf eingeführt und wenn die Feder dann gelöst wird, entsteht diese Kompression der Luft und der Schuss wird ausgelöst. Für die Federspannarbeit gilt für die Kraft, der Betrag der Kraft ist K mal X. X ist die Auslenkung der Feder und K ist die sogenannte Federkonstante, die beschreibt also diese spezifische Feder. Jeder weiß, es gibt härtere Federn, weichere Federn und so weiter und diese Eigenschaften der Feder sind in K enthalten. X ist, wie weit die Feder gespannt wird. Gut, jetzt können wir also für die Arbeit ansetzen. W ist Integral k mal x dx. Der Weg geht hier nur in eine Dimension, deswegen x. Und zwar vom Ausgangszustand 0 bis zu einem Wert s. Gut, es wird integriert, k ist konstanter Faktor. Aus x wird x². Vorfaktor 1/2 und das Ganze in den Grenzen von 0 bis s und wir erhalten w ist gleich 1/2 k mal s². Wie man die Variablen hier wählt für den Weg ist sekundär, ich hätte hier auch s wählen können und dann hier dementsprechend x, ist egal, das ist das Ergebnis. Beispiel 2, wesentlich komplizierter, aber auch interessanter. Die sogenannte zweite kosmische Geschwindigkeit. Kurz zur inhaltlichen Erläuterung, was bedeutet die zweite kosmische Geschwindigkeit? Das ist die Geschwindigkeit, die notwendig ist, damit sich ein Körper praktisch dauerhaft aus dem Erdgravitationsfeld lösen kann. Beispielsweise, wenn ein Raumflugkörper sich Richtung Mond bewegt. Ja, der Ansatz, den wir da haben, der Ansatz, bevor wir zur Rechnung kommen, dem Flugkörper muss natürlich eine gewisse kinetische Energie beim Start verliehen werden und diese kinetische Energie muss also mindestens so groß sein wie die Arbeit im Gravitationsfeld, FdR,
ja, wo beginnt der Körper zu starten? Nämlich von der Erdoberfläche, also vom Erdradius, RE. Und wenn er sich komplett aus dem Gravitationsfeld der Erde lösen soll, muss das Ganze also passieren bis ins Unendliche. Gut, das ist also hier der Ansatz. Wir haben es hier wieder zu tun, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, bei vergangenen Nationen, hier steht ein unendlich mit einem uneigentlichen Integral, weil eine Grenze hier unendlich ist. Jetzt stellt sich noch die Frage der Formel für die Kraft. Für die Kraft im Gravitationsfeld gilt, F ist G, Gravitationskonstante, kleine Masse, das wäre in diesem Fall die Masse des Raumflugkörpers mal große Masse wäre die Erdmasse geteilt durch R². Gut, für Ekin können wir einsetzen, M halbe V² ist gleich. Das sind alles Konstanten, GMM. GMM mal Integral 1 durch R² dr von RE bis unendlich. Okay, dann sieht man zunächst mal, dass man das kleine m hier rauskürzen kann und man kann die zwei dann nachher rüber multiplizieren. Also gilt V² ist gleich 2 G M mal dieses Integral, wenn ich R 1 durch R Quadrat integriere, das ist ja Integral R hoch minus 2, erhalten wir also R hoch minus 1 und dann noch ein Minuszeichen davor. Also nochmal R hoch minus 2 integriert, ergibt R hoch minus 1, Kehrwert davon minus 1 durch R in den Grenzen von RE bis unendlich. So, und das Ganze ist also 2GM. Wenn man jetzt unendlich einsetzt, in diesem Term, also Grenzwert gegen unendlich, ergibt sich für diesen Term eine 0. Minus, minus, also plus und jetzt für R, groß RE eingesetzt, 1 durch RE. Das macht also 2 mal groß G, Gravitationskonstante, M, kann ich jetzt hier mal ranschreiben, ist also die Erdmasse, geteilt durch Erdradius. Ja, zum Schluss die Wurzel daraus. V ist gleich Wurzel aus 2G Erdmasse durch Erdradius. Das ist unsere gesuchte Formel. Und man könnte jetzt, wenn man hier die Werte einsetzt, für ME und RE dann auch dieses V berechnen. Zahlenwert steht in jedem Tafelwerk, ist an der Stelle nicht interessant. Es geht um die Herleitung dieser Formel. Noch ein kleiner Nachtrag für die Arbeit im Gravitationsfeld. Wird auch manchmal Minusintegral hier vorne angesetzt, dann steht aber auch bei der Kraft ein Minus davor. Das hebt sich gegenseitig in der Rechnung wieder auf. Zum Schluss kommt auf jeden Fall für die zweite kosmische Geschwindigkeit diese Formel heraus. Das soll zu den Anwendungen, zu den weiteren Anwendungen der Integralrechnung an dieser Stelle genügen.